Hey, also heute sehe ich mir eines der besten, erschwinglichen und wohl zum Standard werdenden PC-Gehäusemarkt an. Darf ich vorstellen, das Cooler Master Masterbox Lite 5 RGB. Es könnte durchaus das Go-To-Gehäuse für viele Bastler werden, da dieses Case nicht nur mit dessen Optik, RGB-Echtglas und dem Drum und Dran beeindruckt, sondern auch eine ordentliche Menge an Hardware halten kann. Und all dies zu einem ziemlich erschwinglichen Preis von glatten 65 Euro derzeit. Ganz ehrlich, wenn ihr mich fragt, bezüglich Aussehen handelt es sich hierbei durchaus um mein Lieblings-Cooler Master-Gehäuse. Das Design sieht eben sehr sauber, ordentlich und gut durchdacht aus, wenn ihr versteht, was ich meine. Das Echtglas-Seitenteil weiß ich sehr zu begrüßen, aber auch die Acryl-Frontabdeckung beeindruckt, obwohl es eine Menge Staub anzieht. Glaubt mir. Spec-technisch sieht alles prima aus, mit einer Eigenartigkeit aber. Es geht um die Oberseite. Anders als bei den meisten Gehäusen heutzutage bekommen wir nicht die Möglichkeit, Lüfter oder Radiatoren oben zu montieren. Nichts, nicht einmal Luftschlitze gibt es. Ich finde diesen Schritt interessant, jedoch ermöglichen immer mehr und mehr Gehäuse die Montage von Lüfter und Radiatoren vorne und genau das ist auch bei diesem Masterbox Lite 5 RGB der Fall. Puh, langer Name. Vormontiert sind drei 120mm RGB-Lüfter, die durch die getönte Vorabdeckung durchscheinen und um diese Dinger zu steuern, braucht man entweder einen Controller dafür oder man schließt sie einfach an ein neuartiges Mainboard mit RGB-Header an. Cooler Master legt netterweise auch dieses RGB-Verteilerkabel dazu. Der Lüfter hinten ist allerdings nicht beleuchtet. Bis zu ein 360 oder 280 mm Radiator hat vorne Platz, mit einer maximalen Breite von 50 mm ohne Lüfter. Was ich interessant finde ist, dass man diese sogenannten Zierleisten der Frontabdeckung austauschen kann. Werkseitig sind schwarze drauf, man könnte aber auch die weißen oder roten anbringen, wenn man will. Was Staubfilter betrifft, vorne ist keiner, zum Glück aber vorhanden, der obligatorische Netzteilstaubfilter. Kein super duper guter, aber er ist herausnehmbar, reicht also. Wir bekommen eine schöne PSU-Abdeckung mit Lüftungsschlitze, große Aussparungen für Kabelführung im Inneren des Gehäuses, jedoch alles ohne Gummitüllen. Im unteren Abteil die zwei werkzeuglosen HDD-Einschübe und solltet ihr euch wundern, die SSD kann auf diese Halterung montiert werden. Hier, hier, hier und hier. Was Platz hinten anbelangt, er ist okay für Kabelmanagement, hat man aber viele Kabel, wird es zu einer kleinen Herausforderung. Für die, die sich fragen, nein, 5,25 Zoll Laufwerke können in diesem Gehäuse nicht installiert werden, im Jahr 2017 auch nicht notwendig. Um euch nun das schicke RGB zu demonstrieren, musste ich schnell ein System zusammenwerfen. Wie ihr sehen könnt, lange GPUs passen problemlos rein und im Großen und Ganzen, obwohl es ein eher kleinerer MIDI Tower ist, passt dafür ganz schön viel Hardware rein. Und sehen die RGB-Lüfter nicht cool aus, also wenn man auf RGB steht. Um es also zusammenzufassen, was denke ich nun über das Masterbox Lite 5 RGB von Cooler Master? Nun, es ist eine sehr gute Herangehensweise, meiner Meinung nach. Zuerst einmal passt der Preis, gute Verarbeitungsqualität und Materialien, gut durchdachtes Design, ziemlich kompakt gehalten und die Ästhetik ist eigentlich auch sehr ansprechend, ob nun mit oder ohne den RGB-Lüftern. Die einzigen zwei Minuspunkte, die ich aufzählen kann, sind, oben können keine Lüfter oder Radiatoren montiert werden und zweitens würde ich mir wünschen, es wäre eine zweite SSD-Halterung dabei gewesen, damit man eine weitere SSD verbauen könnte, ohne dabei einer dieser 3,5 Zoll HDD-Einschübe zu besetzen. Aber ansonsten ist es ein sehr, sehr gutes Gehäuse von Cooler Master. Durchaus kann ich das Masterbox Lite 5 RGB empfehlen und vergebe hier Silver. Und wie immer, danke fürs Zuschauen.